bei solchen ruhenden Situationen. Und was Sie im Hintergrund hören, Sie sehen es ja auch auf der anderen Seite, Pyrotechnik im Gästeblock. Warum? Und jetzt werden Leuchtraketen auf den Rasen geschossen. Der Freistoß wird aber ausgeführt. Kein Problem für Johannes Brinkis. Und das sollten die Fans aus dem hohen Norden bitte unterlassen. Stimmung ja, aber doch alles in dem Rahmen, der erlaubt ist. Und den Worten des Stadionsprechers ist nichts weiter hinzuzufügen. Es ist nun mal verboten. Und jetzt fliegen Fackeln auf den Rasen. Das sieht auch der Schiedsrichter und deswegen unterbricht er das erste Mal diese Partie. Pascal Müller mit ernstem Blick, der 27-Jährige, weiß auch, das ist heute offenbar ein komplizierter Gang. Ach Mensch, schade. Und Sie sehen's. Pascal Müller schickt die Mannschaften direkt wieder in die Kabine. Christian Brandt außer sich, kann es auch nicht fassen. Warum bitteschön die Fans, die sogenannten, das kann man mit Fantum eigentlich nicht mehr vereinbaren, die Handhabe, eine Unsitte, Feuerwerkskörper auf den Platz zu schmeißen, wo Menschen unterwegs sind. Das ist einfach nur gefährlich. Das gehört sich nicht. Nein, danke. Sehen kann man auch nicht mehr viel. Und deswegen